Hallo, ich bin's Martin von der Firma Dux Camper. Wir bekommen in letzter Zeit sehr häufig Fragen per E-Mail oder Telefon: Wie kriege ich denn so eine Wohnkabine überhaupt auf mein Pickup? Brauche ich dafür einen Stapler, einen Kran? Muss ich da immer zu euch kommen? Nein, natürlich nicht. Wohn- oder Absitzkabinen genannt, soll natürlich jeder zu Hause einfach auf- und abladen können oder auch auf dem Campingplatz. Wenn man den Pickup da benutzen möchte, kann die Wohnkabine natürlich auch da einfach abgestellt werden. Wir wollen euch das hier mit diesem Video einmal kurz zeigen. Also, wir haben hier ein Pickup, Marke ist egal, unsere Dux Camper Explorer Wohnkabine. Bei den Wohnkabinen sind immer vier Abstellstützen dabei, dann zwei Handkurbeln, wenn man das gerne mit der Hand machen möchte. Wir machen es immer mit einem Akkuschrauber. So eine Wohnkabine soll, wenn sie gelagert wird oder auch abgestellt bewohnt wird, immer so weit wie es geht runtergestellt werden. Um sie auf dem Pickup zu bekommen, müssen wir jetzt die vier Stützen, wir machen es mittels Akkuschrauber, eine nach der anderen auf Fahrzeughöhe bringen. Dabei muss man auch keine Angst haben, auch nicht, wenn sich so ein Beinchen hier mal hebt. Bei Wohnkabinen, die eine gute Gewichtsverteilung haben und relativ leicht sind, ist es so, dass das hintere Bein dann zwischendurch auch mal in der Luft steht. Da kann aber nichts passieren, das steht trotzdem bombenfest. So, und jetzt laufen wir einmal im Kreis, bis wir die Kabine auf Fahrzeughöhe angehoben haben. Man kann natürlich auch, wenn einem das zu aufwendig ist, sie zu Hause etwas höher lagern, dann braucht man nicht immer von ganz unten anfangen. Aber wie man sieht, es geht ohne Kraftanstrengung, die Arbeit macht der Akkuschrauber. So, jetzt sollten wir auf Fahrzeughöhe sein. Hier noch ein Stückchen. So, ich persönlich mache das dann immer, ich gucke einmal, wie hoch mein Fahrzeug ist. So, hier haben wir jetzt ca. 87 cm Fahrzeughöhe. Hier haben wir jetzt ca. 88 cm Kabinenhöhe. Die Kabine ruhig immer ein bisschen höher als das Fahrzeug. Nicht, dass man gegen die Ladefläche rollt. Die vorderen Gurte, die brauchen wir gleich, um die Kabine festzuzurren. Die hänge ich immer schon ein, bevor ich reinfahre, weil man an die vorderen Punkte später nicht mehr so gut rankommt. Legen wir sie einfach hier einmal rüber. Andere Seite das gleiche. Einmal den Gurt nehmen, einhängen. Vorsichtig hier rüberlegen. Kurbel brauchen wir nicht, legen wir beiseite. So, jetzt beim Reinfahren ganz wichtig: Man guckt in die Außenspiegel, sieht dabei die Stützen von der Wohnkabine und versucht, möglichst mittig reinzukommen.
So, jetzt bin ich erstmal ein Stück rangefahren. Jetzt gucke ich einmal, das kann man Pi mal Auge machen oder wenn man es genau wissen will, misst man einmal den Abstand zur Ladekante, dann weiß man, ob man ungefähr mittig ist. Guckt einmal, Höhe passt und dann zieht man einmal durch. So, schon sind wir drunter. Jetzt nehmen wir wieder unseren Akkuschrauber. Und senken die Kabine auf den Fahrzeugboden ab. So, schon sind alle vier Stützen frei. Die Kabine steht auf dem Fahrzeug. Jetzt können wir anfangen, die Kabine festzugurten. Vorne hatten wir unsere Gurte ja schon reingelegt. Haken wir hier oben einfach ein. Ziehen uns die Ratsche ein bisschen hin. Spannen wir sie fest. Andere Seite vorne das gleiche. Auch wieder unseren Spanngurt oben in die Kabine haken. Das geht hier bei der Kabine wirklich sehr komfortabel und einfach. Auch wieder einfach fest. Unsere hinteren Gurte. Auch das gleiche, einmal in die Kabine einhaken und einmal ans Fahrzeug. Andere Seite auch noch. So, jetzt haben wir die Kabine mittels vier Spanngurten ordentlich befestigt. Jetzt nehmen wir hier nochmal unser Kabel für die Außenbeleuchtung der Kabine. Schließen das hier an. Ja, jetzt müssen wir eigentlich nur noch die Stützen beiseite packen und dann kann es ab in Urlaub. Die Stützen sind mittels zwei Schrauben jeweils einfach montiert, ziehen wir einfach ab. Die kann man jetzt noch ganz klein fahren, dann nimmt man sie entweder mit in Urlaub, falls man im Urlaub auch absetzen möchte, oder man lässt sie einfach zu Hause. Ja, das war erstmal das Thema Kabine aufsetzen.
Wir würden uns freuen, wenn ihr unseren YouTube-Kanal abonniert, ein Like da lässt und wieder reinschaut. Danke, euer Martin.